Es sind ein Haufen neue One Piece Informationen raus und ich werde mich hier natürlich auf die wichtigsten Dinge fixieren aus den Vivre Cards, also aus den Guide-Seiten, die jetzt erschienen sind für die Sammelordner, was gerne auch mal in Deutschland rauskommen könnte. Ja, Carlsen, sorgt mal dafür. Es ist immer noch merkwürdig, dass das jetzt schon seit Jahren existiert, exklusiv nur in Japan, genauso wie die One Piece Magazine. Das sind die Quellen, wo wir die meisten Informationen neben One Piece bekommen, falls ihr euch eh immer fragt, was ich da für Sachen anspreche, die nie im Manga drin sind. Ja, das ist meistens SBS, also Fanpost. Das sind die One Piece Magazine und das sind die One Piece Vivre Cards. Das sind so die großen Quellen für Zusatzinfos in One Piece. Und jetzt haben wir wieder solche Seiten bekommen und ich werde mich jetzt hier auf natürlich die großen Dinge fixieren. Ja, uns interessiert hier nicht, wer welche Blutgruppe hat oder wer wann Geburtstag hat. Das ist für uns irrelevant, aber hier sind große Sachen drin, wie zum Beispiel das Eye of Roger Schiff oder der stärkste Kampfstil, wenn es um Schwerter geht, ja, also Schwertkunst. Und da würde ich sagen, starten wir mit der ersten Kategorie. Die bestätigten Observations- und Rüstungshaki-Nutzer. Das ist doch schon mal sehr interessant für das weitere Geschehen von One Piece. Und wir haben erst einmal ein paar Samurai. Wir haben Ashura Doji, Raizu, Izu, Kanjuro, Denjiro und Kawamatsu. Die sind bestätigt auch in diesen Feldern des Hakis. Dazu kommen die vier Revolutionskommandanten Lindberg, Karasu, Morley und Bello Betty. Und diese haben ebenfalls natürlich nicht groß überraschend diese zwei Haki-Arten. Sonst wäre es auch sehr merkwürdig, wenn die solche Kopfgelder haben, zu denen wir gleich kommen und natürlich auch dann diese großen Kommandanten der Revolutionsarmee sind. Die müssen sich ja auch irgendwie im Kampf behaupten können. Aber zusätzlich haben wir dann noch bestätigt, auch keine Überraschung, Marco und Blackbeard. Aber zu guter Letzt haben wir Kobi und er hat den einzigen Zusatz bekommen. Sein Observationshaki ist so gut, dass er auf dem ersten Blick mit nur wenigen Faktoren von dem Gegenüber erkennen kann, wie stark diese Person ist. Das ist natürlich wichtig. Wir wissen, in Marineford hatte Kobi seinen großen Observationshaki-Ausbruch und das hat uns schon vermuten lassen, dass das seine Spezialität ist. Das deutet jetzt natürlich wieder darauf hin, dass das seine Spezialisierung ist, wenn es ums Haki geht. Ob er irgendwann Königshaki haben wird, ist schwer zu sagen. Sengoku hat es ja, deswegen ist es nicht so abwegig, dass auch Marine, Admiräle oder Offiziere oder in dem Fall Kapitäne das auch haben können, aber Kobi ist noch so eine Sache, wo ich mir nicht unbedingt zu 100% denken kann, dass es haben muss. Als nächstes haben wir ein paar Informationen zum Revolutionskommandanten Lindberg. Und zwar ist es so, dass er ein Katzenmink ist. Er ist natürlich der Erfinder und baut die Waffen für die Revolutionsarmee. Gleichzeitig ist ihm natürlich auch als Erfinder so sein Werk sehr wichtig und deswegen benutzt er in jeglichen Situationen seine Waffen und Kreationen und so auch zum Beispiel diese Eiswaffe, die wir schon gesehen haben. Und ihm ist eigentlich dann egal, welche Situation oder ob diese Situation passend ist. Er macht es halt einfach passend. Ja, so ungefähr, wenn man das hier so erzählen und es ist so, dass er seine Emotionen sehr gut kontrollieren kann, auch in Angesicht zum Beispiel der Lage, die man schon präsentiert bekommen hat, wenn er seine Freunde als Sklaven sieht. Kuma ist damit offensichtlich gemeint. Er kann weiterhin zielstrebig bleiben und halt ruhig und ist niemand, der dann mit den Emotionen nicht umgehen kann und weiß halt genau, was er in der Situation zu machen hat. Passt natürlich zur ganzen Revolutionsarmee. Auch als die Meldung kam, dass Sabo ja angeblich gestorben ist, hat man erstmal gesagt, okay, ruhig bleiben, wir müssen die Lage checken und da gehört natürlich dann Lindberg irgendwo dazu und er ist anscheinend das neueste große Mitglied der Revolutionsarmee. Das ist auch nochmal eine wichtige Info, was sehr interessant ist, dass er anscheinend sehr schnell aufgestiegen ist und dann schon einer der Kommandanten wurde. Dann freut man sich natürlich immer wieder über neue Kopfgelder und auch hier haben wir neue Kopfgelder. Dazu gab es schon gestern ein ausführliches Video, wo ich meine Meinung und so dazu geäußert habe. Heute natürlich jetzt nicht zu viel Meinung, sondern einfach die harten Fakten. Und wir starten mit Morley. 293 Millionen Berry. Lindberg hat 314 oder laut Wiki 316 Millionen. Ist ungefähr dasselbe, deswegen ist das egal, aber eine dieser Summen stimmt. Ist noch ein bisschen komisch, wenn jede Quelle halt was anderes sagt. Dann haben wir Karasu auf fest 400 Millionen. Berry Bello Betty bei 457 Millionen. Izu haben wir bei 510 Millionen, was ganz schön krass ist, muss ich sagen. Finde ich, ist ein gutes Kopfgeld für ihn. Und dann haben wir Marco bei 1 Milliarde 370 Millionen oder wieder nach anderer Quelle 374 Millionen. Also ich weiß nicht, wieso man anstatt einer 0 oder einer anderen Zahl irgendwie um 2 oder 4 Ziffern das ändert, je nach Quelle. Aber es ist ungefähr dasselbe. Also das sind die Kopfgelder so ungefähr von diesen Charakteren. Und ich bin sehr zufrieden mit all diesen Charakteren. Dann kriegen wir neue Informationen zu Roger. Erstmal haben wir eine kleine Timeline und diese kennen wir eigentlich. Die werde ich vielleicht nochmal als Short ausklammern und nochmal die Timeline jeweils von Charakteren, die vielleicht schon durcherzählt sind, nochmal in so einem kleinen 1-Minute-Clip machen. Aber hier geht es nur von seiner Geburt. Was eine Info ist, ist natürlich, mit 25 Jahren wurde er als Rookie bezeichnet und war ein Rookie in der Welt. Und ansonsten haben wir hier auch wirklich, ja, das ist sehr wichtig, die faktische Aufklärung, wann er Lodestar erreicht hatte. Und da war ich
mit meiner großen Timeline auf meinem Hauptkanal richtig. Es war vor 39 Jahren, das sagte er auch im Manga und im Anime. Und komischerweise haben das viele falsch. Selbst Wikis haben das falsch eingetragen und auch Library of Ohara hat es in seiner Timeline falsch und so. Und das war ein Akt in meiner großen Timeline, Leute, die Wahrheit zu finden. Ja, und überhaupt zu realisieren, so was ist wirklich wahr. Weil auch in meiner Timeline, auch in der ganzen Arbeit der Timeline, habe ich 3, 4, 5 Versionen gehabt, nur weil die Jahre sich irgendwie nie so ganz vertragen haben und nicht ganz übereingestimmt haben, bis man dann endlich wirklich die 100% richtige Timeline hatte. Und zum Glück ist meine Timeline hiermit dann auch bestätigt, wenn es um Rogers Erreichen von Lodestar geht. Aber ansonsten, ja, wann er hingerichtet wurde und so, das kennen wir alles, ne? Das ist nichts Neues, mache ich nochmal gerne als kleine Short-Timeline. Ich glaube, das ist ein ganz nettes Format für die Zukunft, für Shorts. Aber dann wird's interessant, Leute. Das Ei von Roger Schiff, von der Oro Jackson, wurde bis zu seinem Anlegen, ich glaube damit ist sein Abschied gemeint, nicht ausgebrütet. Und dann kommt nur noch der Satz danach, und dann, what? Das droppst du einfach mal so, also damit ist klar, das Ei ist irgendwas. Und das Ei, wenn du sagst, es ist noch nicht ausgebrütet, dann sagst du auch, okay, es ist nicht lustigerweise irgendein Proviant gewesen, sondern ja, da ist was drin, ja, da lebt irgendwas. Und wir werden es wahrscheinlich sehen. Und das ist krass, weil, ey Leute, ich habe das vor, ich weiß nicht wie viele Jahren behandelt, das erste Mal dieses dumme Ei auf Rogers Schiff. Mich nervt das schon so lange, seit ich das gesehen habe. Ich glaube Episode 0 war es, wo man so richtig mal erkannt hat, dass auf diesem blöden Schiff ein verdammtes Riesenei ist. Und man sich bis heute fragt, was es ist. Ist es ein Seekönig? Ist es ein Drache? Was zur Hölle kann es sein? Damit ist klar, wir werden in Zukunft wahrscheinlich dieses Wesen irgendwo sehen. Und die große Frage ist ja danach nur, wer hat es? Ja, also natürlich die größten Kandidaten, Shanks, Rayleigh, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Buggy wäre sehr überraschend, wenn er sich auf einmal so voll gut um sowas kümmern würde. Wäre natürlich auch lustig für so einen Charakter, aber Shanks und Rayleigh würden dafür sehr gut in Frage kommen. Rayleigh haben wir natürlich schon sehr viel gesehen. Natürlich kann das auf einem, an einem sicheren Ort aufbewahren. Ich tendiere aber auch deswegen erstmal zu Shanks. Ja, Rayleigh würde es vielleicht ein bisschen schwerer haben, dieses Ei immer gut zu hüten. Und Shanks könnte ich mir sehr, sehr gut dafür vorstellen. Und vielleicht ist dieses Wesen mittlerweile geschlüpft. Würde natürlich am meisten Sinn machen irgendwo, damit wir auch nochmal vielleicht dieses vielleicht schon herangewachsene Tier haben könnten. Und dann ist die Frage, ob das natürlich noch mit Shanks verbunden ist oder mit Rayleigh oder sonst jemanden. Aber das ist sehr interessant und da haben wir endlich mal eine, ja, Art Bestätigung tatsächlich, dass es wichtig ist. Dann kommen wir zum Schwert von Roger. Habe ich auch nochmal einen extra Short zu gemacht, natürlich direkt die News gedroppt. Und zwar, sein Schwert heißt Ace. Es ist nicht Griffon von Shanks. Bin ich sehr froh drüber, weil ich habe damals schon gesagt, ich hoffe, dass das nicht das Schwert ist und ich denke nicht, dass das das Schwert ist, weil ich glaube, der Größenunterschied ist auch schon vorhanden und es ist nicht 1:1, glaube ich, von den Dimensionen dasselbe und so sah ich das zumindest. Und ja, es ist ein Drachenschwert, also eins von den 12, somit haben wir 4 bestätigt. Das erste Kitetsu, das Ace, das Yoru von Mihawk und die Klinge von Whitebeard, dessen Namen ich mir nie merken kann, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, natürlich, wie die Klinge heißt, aber das sind jetzt 4 von 12. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal alle haben werden, ist somit natürlich wieder größer geworden. Freue ich mich sehr drauf, dass wir vielleicht noch 8 weitere bestätigt bekommen. Griffon kann natürlich eins sein, ist ja klar. Und weitere Schwerter, die wir schon in One Piece haben, können genauso schon Drachenschwerter sein, aber müssen noch bestätigt werden. Und es ist sehr schön, muss ich sagen, dass das Schwert von Roger wahrscheinlich so der namensgebende Faktor für seinen Sohn wurde. Das finde ich ist eine sehr coole Sache, aber das waren erstmal die großen Infos zu Roger, seinem Leben. Und großen Informationen, wie zum Beispiel dem Ei auf seinem Schiff. Dann kriegen wir Infos zu Whitebeard. Und zwar ist es so, dass sein Kopfgeld anscheinend nicht auf über 5 Milliarden Berry war zum Zeitpunkt der Hinrichtung von Roger. Wir wissen, Rogers Kopfgeld das höchste mit über 5 Milliarden. Und das bedeutet, dass Roger zu dem Zeitpunkt zu seiner Prime oder zu seiner Hinrichtung besser gesagt weit vor Whitebeard wahrscheinlich war. Ja? Whitebeard könnte vielleicht im 4 Milliarden Bereich schon gewesen sein. Aber Roger scheint dann wohl doch einen sehr, sehr großen Vorsprung gehabt zu haben, so wie es hier den Anschein erweckt und Whitebeard scheint erst über die Zeit halt nach Roger zu diesem Kopfgeld gekommen zu sein. Trotzdem wird hier natürlich gesagt, Whitebeard galt zum Beitrittszeitpunkt von Oden in seiner Crew als stärkster und mächtigster Pirat und er war gleichauf mit Roger. Ja, also das wird hier natürlich auch nochmal dazu geschrieben, das wissen wir. Und es sind immer so Sachen, da kann man natürlich nicht zu viel Wert drauf geben, weil was bedeutet es, der stärkste oder mächtigste Pirat zu sein? Und dann hast du zum Beispiel Kaido als die mächtigste oder stärkste Kreatur. Kaido ist ein Pirat, also ist Kaido damit stärker in seiner Prime? Ist Whitebeard in seiner Prime stärker als ein Kaido in seiner Prime?
Das sind immer so Faktoren, schwer zu sagen, ne? Also deswegen so Titel und Bezeichnungen sind immer nicht so das, das worauf man sich versteifen sollte, wenn man Videos macht oder wenn man diskutieren will über One Piece und da seine Meinung äußert. Da darf man sich nie so krass drauf aufhängen. Aber hiermit sollte klar sein, dass zumindest natürlich der Piratenkönig vom Gefährlichkeitslevel ein bisschen höher war als Whitebeard zu der Zeit. Dann gibt es eine Bestätigung, sehr wichtig, Toki ist wirklich tot und zwar wird sie hier jetzt mit 36 Jahren verstorben angegeben und sowas würde nicht in der Vivre-Card gedroppt werden, wenn sie doch noch in der Story jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auftauchen würde. Somit wissen wir im Wano Kuni-Geschehen, dass es Hiyori war tatsächlich, die dann wohl jeden verarztet hat oder jemand, der sich als jemanden ausgeben kann. Das ist natürlich noch die andere Möglichkeit. Vielleicht ist es ja Onimaru, der sich dann in irgendwas verwandelt hat, geht ja auch, also der Fuchs, der sich ja verwandeln kann, der ja sich für Gyokimaru ausgegeben hat, wäre eine Option zum Beispiel oder irgendein anderer Gestaltwandler. Aber Hiyori ist somit deutlich sicherer als Toki, die ist auch wirklich nicht mehr am Leben. Dann gibt es eine Info, die ich mir ja bis heute zu Oro Jackson wünsche. Und zwar geht es hier um das Schiff von Whitebeard, die Moby Dick. Es wird gesagt, dass sie an einem unbekannten Ort in Gewahrsam gehalten wird. Also sehr wahrscheinlich, so wie ich es annehme, von der Marine irgendwo aufbewahrt wird. Und meine Frage ist bis heute, wo ist die Oro Jackson? Ist sie auch in Gewahrsam oder ist die von jemandem versteckt worden, wie zum Beispiel Rayleigh oder Shanks? Oder natürlich gibt es einen anderen Crewmitgliedern, wie auch bei dem Ei. Buggy wäre ein lustiger Faktor, ja, wenn er sich so um alles von Roger kümmern würde. Aber Buggy wäre immer nur dieser Witz-Moment und das Ernstzunehmende wäre immer Shanks oder Rayleigh natürlich oder ein Scopa Gabban, den sich ja auch immer jeder wünscht. Vielleicht ist er der Wächter der Oro Jackson, ja, und dann haben wir da auf einmal irgendwann Scopa Gabban, der irgendwie sich um das Schiff noch kümmert. Aber Rayleigh als jemand, der sich mit Schiffen dann wohl ein bisschen besser auskennt, ja, und diese Ummantelung machen kann und so, es würde natürlich mehr zu ihm passen. Dann gibt es den Hinweis, dass Blackbeard wohl nicht schläft. Das ist ja eine der großen Theorien in One Piece, ja, es wurde ja schon angedeutet damals im Flashback mit Roger, dass er Blackbeard so der Junge ist, der nicht schläft und so. Dann haben wir natürlich den Ort, wo man sagt, dass die Leute nicht schlafen können und sowas. Und die Theorie ist, dass Blackbeard von diesem Ort stammt und so. Das sind Theorien, die gar nicht so alt sind. Ich würde sagen, die sind innerhalb des letzten, höchstens der letzten 2 Jahre entstanden und immer noch sehr frisch in der Community. Deswegen hier nochmal ein Hinweis dazu. Also scheint wohl auch das so ziemlich bestätigt zu sein. Man kann zumindest sehr in diese Richtung deuten und sagen, dass da jetzt offiziell auch was dran ist. Dann kriegen wir noch eine Info von Shanks und zwar liebt er Hüte und das Merkwürdige ist, er scheint den Hut, den er von Roger bekommen hat, sehr zu pflegen und setzt den wohl auch immer wieder auf und trägt den und dann wird noch hinzugefügt, dass er wohl etwas anderes als den Strohhut trägt. Und auf der Vivre-Karte selbst ist Shanks als Kind abgebildet, genauso ist eine junge Buggy-Karte vorhanden und damit wird sehr wahrscheinlich der junge Shanks gemeint sein, weil es sonst keinen Sinn macht, dass der heutige Shanks irgendwie der Huttyp ist und irgendwie noch Hüte trägt und immer wieder den von Roger aufsetzt und so, weil wo sehen wir denn Shanks mal mit einem Hut, oder? Ich denke mal, nach dem Strohhut war Ende mit Hüte für ihn und ich glaube, das Thema ist für ihn mittlerweile beendet. Zu guter Letzt haben wir dann noch Oden-Informationen und die haben es in sich. Erst einmal, als er geboren wurde, hat er direkt die Krankenschwester umhergeworfen. Ja, das steht hier nochmal. Ich glaube, das müsste auch im Manga erwähnt worden sein, aber ist natürlich völlig verrückt und natürlich deutet das auf seine Stärke hin. Dann ist es so, dass er ein Kopfgeld hatte. Dieses wird leider nicht genannt. Also wir wissen, er hatte eins bekommen als Pirat und ich verstehe nicht, wieso man es jetzt nicht schon enthüllen kann. Oden spielt doch offensichtlich keine Rolle mehr in Zukunft, oder? Also natürlich hätte man es nochmal hier droppen können, aber vielleicht kriegen wir es nochmal irgendwann in einer extra Oden-Karte. Und dann ist es so, dass wir die Bestätigung haben, wenn es um seinen Schwertstil geht. Er hat nämlich gesagt, er hat den stärksten Schwertstil und das war keine Prahlerei laut dieser Vivre-Card. Und er ist derjenige, der Kaido als einziges richtig tief verwunden konnte. Und wenn hier gesagt wird, es war keine Prahlerei, dass Oden sagte, es ist der stärkste Kampfstil, dann ist das der stärkste Kampfstil, oder? Also damit ist das auch ziemlich vom Tisch. Oden war so ziemlich der Prime-Schwertkämpfer überhaupt und wahrscheinlich konnte er niemals irgendwie so wirklich krass seine Prime erreichen, also wie ein Whitebeard oder wie ein Roger und hätte ja auf dieses Level kommen können, wahrscheinlich mit Leichtigkeit und war ja so schon eine Bedrohung für diese beiden und das finde ich heftig, ja, und natürlich, an diese kommen nur gewisse Charaktere wie Ryuma, Zoro oder Mihawk ran und das ist natürlich klar und wenn man als Schwertkämpfer noch Roger zählen möchte, auch ihn natürlich oder Whitebeard, wenn man das so zählen möchte. Ist immer so eine wackelige Angelegenheit mit wirklichen Schwertkämpfer. Für mich sind Schwertkämpfer die Schwertkunst leben. Ja, also wie gesagt, Mihawk, Ryuma, Zoro und dann natürlich ein Oden an dieser Stelle. Aber das soll es gewesen sein. Das ist die Vivre-Card. Das sind alle wichtigen, großen, neuen Informationen. Also heftige Sachen dabei, wie zum Beispiel das Ei von Roger Schiff, wo auch anscheinend wirklich was Wichtiges drinne war und das vielleicht schon mittlerweile geschlüpft ist. Die Frage, wer hat sich drum gekümmert? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wer denkt ihr, hat sich drum gekümmert und was ist da drin?
drin? Also jetzt mal ehrlich, was ist da drin, ist die größere Frage. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren, ihr könnt gerne ein Like da lassen und ja, wie gesagt, könnt ihr gerne mal euren Kommentar abgeben zu den ganzen Themen. Ich muss sagen, sehr krasses Vivre Card Pack, sehr gute Informationen und Carlsen bringt den Kram nach Deutschland. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Adios.